Hallo Konfuzeier, heute wieder eure Josie mit einem News-Video, denn es gibt Neuigkeiten. Mehr dazu nach dem Intro. Heute ein News-Video. Warum? Weil ich ein paar Neuigkeiten für euch habe. Auf meinem Kanal hat sich ein bisschen was getan und das möchte ich euch heute näher bringen. Dazu zählt nicht nur, dass ich jetzt hier unten ein paar Kanickel stehen habe, die als deine Deko gelten. Das ist eigentlich nur so als Nebenbei-Scherz-News gedacht. Nein, ich habe einige Sachen im Kanal, die ich verändern möchte. Zum ersten wäre das Setup. Momentan stehe ich ja oft und dafür habe ich mir ein paar Sachen besorgt, aber ich habe festgestellt, manche Sachen sind im Sitzen doch einfacher zu machen und deswegen werde ich hin und wieder, das hat mit einer anderen Lust zu tun, auch im Sitzen meine Sachen machen. Allerdings ein bisschen besser als beim ersten Video, da war es ja noch nicht so das perfekte Setup, aber ihr werdet da sehen, bei einer der nächsten News jetzt gleich, was es damit auf sich hat. Die nächste News ist, dass ich ab sofort nicht nur auf YouTube zu finden bin. Natürlich habe ich ja auch noch meinen Instagram-Account und meinen Facebook-Account. Klar, das wisst ihr, wenn ihr unten in die Kommentare bzw. in die Videobeschreibung guckt, da ist das ja immer alles verlinkt. Nein, ab sofort bin ich auch live unterwegs und zwar auf Twitch. Da werde ich ein-, zweimal die Woche streamen. Der eine Stream wird sich jeweils um das Video drehen, was dann in der Woche auch auf YouTube erscheint. Und da werden wir dann teilweise auch sitzen, deswegen gibt es da ein neues Setup, wo ich dann auch hin und wieder sitze und nicht immer nur hinter meinem Tischchen stehe, den ihr eigentlich auch gar nicht seht. Und deswegen habe ich mich auch mal die Kanickel dahingestellt, damit ihr da auch mal seht, dass ich da auch was habe, wo was draufsteht. Und ja, das zweite Video, was ich wohl in der Woche machen werde, das werden ein paar sein. Das ist ein Zweitkanal, den ich auf YouTube mittlerweile gestartet habe, der aber noch nicht aktiv ist. Das sind Reactions. Ich habe mir drei Kanäle rausgesucht, bei denen es Spaß machen könnte, die Videos zu reacten. Ich will das mal probieren und dazu, ja, kommen wir dann jetzt gleich in der nächsten News. News Nummer 3, das sind die Reactions. Ja, ich möchte gerne die Reacts von Twitch Clips Germany extra 3 und noch einem anderen Kanal, der ist mir jetzt gerade entfallen, dummerweise, machen. Und zwar werde ich mir die Videos mit euch zusammen auf Twitch angucken. Dann werden wir darüber ein bisschen reden während des Videos. Und das Ganze landet dann auf meinem Kufuzai Reaction Kanal. Der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch also schon drauf freuen. Das wird richtig toll werden, hoffe ich. Dazu habe ich dann auch ein neues Kamerasetup. Dazu sage ich aber bei meinem ersten Twitch-Stream was dazu. Da ist es natürlich dann auch ein bisschen einfacher mit dem, was jetzt in News Nummer 4 kommt. News Nummer 4. Ja, warum auf Twitch? Ganz einfach. Ich habe festgestellt, dass ich euch momentan ja fast ausschließlich Videos hochgeladen habe, die entweder mit meinen Sachen, die ich für die Videos benutzen will, zu tun haben oder mit der Kamera. Und es ist ein bisschen schwierig, hier im Stehen am Tisch dann künstlerische Sachen zu machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, warum soll ihr nicht dabei sein, wenn ich künstlerisch aktiv werde? Und
das live und deswegen auf Twitch. Da werden dann auch die meisten Kunstsachen entstehen. Momentan bin ich dabei, für einen anderen Twitch-Streamer ein bisschen was zu entwerfen. Das werden wir dann auch durchgehen bei der Sache. Und dann ist es natürlich auch einfacher, bestimmte Sachen mit der Kamera euch zu erklären, wenn ich sitze. Weil dann brauche ich die Kamera nur ein bisschen leichter zu schieben oder die Kamera umschalten. Und dann funktioniert das Ganze ein bisschen einfacher, als wenn ich das jetzt hier im Stehen mache. Das letzte Mal habe ich festgestellt, dass es problematisch war, weil die Kamera halt nicht immer hundertprozentig gezeigt hat, was ich aufgenommen habe, weil ich halt nicht richtig gucken konnte. Das wird sich dann mit den Twitch-Streams auch ändern. Und da habe ich dann auch ein paar neue Sachen, was Equipment angeht. Ich habe ein Mikro, das, denke ich mal, um einiges besser sein wird als das, was ich jetzt hier habe, auch wenn das, was ich hier jetzt momentan benutze, nicht das Schlechteste ist. Gut, das war die News Nummer 4. Jetzt kommen wir zur fünften und letzten. Die fünfte News ist, unser Kanal hat ein Kanal-Intro, ein Kanal-Trailer. Der ist vor allem natürlich für die Neulinge auf meinem Kanal gedacht, die noch nicht Abonnenten sind, die damit erfahren sollen, was ist hier auf dem Kanal so los und was könnt ihr von mir erwarten. Und ja, falls ihr es selbst noch nicht gesehen habt, das ist das zweite Video, was dann heute hochkommt. Natürlich als Kanal-Trailer und nicht als normales Video. Guckt es euch einfach mal an, sagt was dazu. Genau. So, das war das News-Video für diese Woche. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ein paar Dinge natürlich, wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben würde mich freuen. Der bringt mich ein bisschen voran. Genauso wie wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, unten in die Kommentare. Ich werde es beantworten. Die Kommentare sind auch wichtig mit für den Algorithmus, den es hier bei YouTube gibt. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, wäre es natürlich schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und zwar nicht nur jetzt diesen, sondern auch meinen Kanal mit den Reacts. Da werde ich zumindest Reactions hochladen. Vielleicht landen die aber auch hier, das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr kurz informiert. Beides, abonnieren und Glocke, tun nicht weh, kosten euch nichts und helfen aber mir und meinem Kanal. Mir bleibt also nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!